tritt die Cannabis-Entkriminalisierung wirklich am 1.4. in Kraft? Damit dieses Ziel auch erreicht werden kann, müsste eine Verabschiedung des Cannabis-Gesetzes zeitnah im Bundestag erfolgen. Ein Termin, der bisher rund um Weihnachten schon kursierte, war der 19.01. als mögliche Verabschiedung. Dies meldete der BVCW mit unbekanntem Hintergrund. Eine nun neuere Meldung von der Micha mit Hintergrund einer Aussage anscheinend eines SPD-Abgeordneten. Diese geht rund um den 2.02. als möglichen Verabschiedungstermin im Bundestag. Mit Frist einem Monat für den Bundesrat wäre dann entsprechend die Sitzung Anfang März im Bundesrat möglich und damit ein Inkrafttreten zum 1.4. Doch warum äußert sich bei aller Kritik von externen wie auch intern eigenen Abgeordneten in der Öffentlichkeit zum Thema Cannabis und Entkriminalisierung? Bei all dem Gegenwind, warum äußert sich die Fraktionsspitze nicht, um diesem ganzen Sturm von Meldungen entgegenzutreten und damit die breite Masse erstmal zu beruhigen? Das ist die Frage, also bis dahin. Bin gespannt, schauen wir mal rein. Doch zuvor ein Blick auf den Kanalsponsor mit freundlicher Unterstützung von bio-gartenwelt.de, eurem Onlineshop für organische Dünger, Zusätze, Substrate und Zubehör. Große Auswahl rund um das Thema Living Soil Zutaten und vieles mehr. Wird sicher auch noch viel besser 2024, denn ich kann mit einer guten Nachricht starten. Ich habe, sage ich mal, aus interner Quelle inoffiziell erfahren, dass die Cannabis-Abstimmung im Bundestag am 2.2.24 stattfinden soll. Das hieße, bis zum 1.4.24 kann dann auch wirklich die Säule 1 implementiert werden. Und ich sage euch mal, das ist eine relativ seriöse Quelle, die ich da habe. Ich wurde nur gebeten, sie hier nicht zu nennen. Ist ein Bundestagsabgeordneter der SPD aus der Hinterbank. Kann ich jetzt nicht laut sagen. In diesem Zusammenhang nochmal Big Up an den Hubert. Du weißt, wer gemeint ist, weil du hast das für mich rausgekriegt. Vielen Dank dafür nochmal. Nochmal der Hinweis, solange sich nicht die SPD-Fraktionsspitze und vor allem eben auch die anderen Parteien konkret zu den jetzt hier genannten Leaks äußern, bin ich nicht davon überzeugt, dass diese Termine wirklich gehalten werden. Vor allem jetzt auch nochmal zu der Bedeutung von den Stimmen. Selbst wie Micha sagt, ist es eben ein Hinterbänkler, ein sogenannter Nicht-Fachpolitiker, auch jemand, der keine größeren Parteiämter innehat. Wenn dann also solche Leute vorgeschickt werden, um vielleicht auch einfach nur die breite Masse zu beruhigen, das kann passieren. Es könnte Teil der ganzen aktuellen PR-Strategie sein, um einfach nur den Shitstorm wieder einzufangen. Schauen wir dann nochmal, wie es darum steht. Hier eingeblendet noch die originale Meldung damals vom 19.01. Das war am 21. Dezember, da wurde eben vom BVCW ursprungsseitens gemeldet, dass es dann möglicherweise im Bundestag verabschiedet werden könnte. Wann es dazu kommt und ob es auch wirklich dazu kommt, werden wir dann sehen. Über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.